Hallo Freunde meines Kanals, mein Name ist Frank Laubach. Heute ist der 28. April 2022. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man mit der Sonne Strom produziert und auch Geld spart. Der Strom ist leider etwas teurer geworden. Ich habe da mehrere Geräte, die zeige ich euch gleich, wie man das Sonnenlicht besser ausnutzt. Hier seht ihr mein kleines Solar-Ladegerät, ein Powerpack. Es besitzt zwei USB-Buchsen zum Laden von Smartphones, Taschenlampen, Lautsprechern etc. Und eine USB-Buchse, falls mal keine Sonne zur Verfügung steht, da könnt ihr auch das Gerät mit einem Ladegerät laden oder auch vom PC aus. Es hat insgesamt eine Kapazität von 3000 mAh und einen Entladestrom von allerdings nur 1 Ampere. Das ist etwas wenig. Ich empfehle euch vielleicht ein größeres Gerät, gerade wenn ihr es öfters benutzt, von einem Entladestrom von 2 Ampere. Dieses Gerät hat so zwischen 8 und 10 Euro gekostet und für 20 Euro kriegt ihr auch schon etwas stärkere Geräte mit, ich glaube, 6000 mAh und 2 Ampere Entladestrom. Hier seht ihr meine selbst zusammengestellte Solar-Ladestation. Diese besteht aus einem 20 Watt Solarpanel, das hatte ich noch in der Werkstatt rumliegen. Dann einem Solar-Laderegler. Dieser hier hat jetzt 20 Ampere. Es gibt diesen aber auch in verschiedenen Größen und Bauarten. So von 10 bis 40 Ampere sind die noch recht preiswert. Ab dann wird's teurer. Dann habe ich eine 12 Volt Batterie, eine kleine Batterie dranhängen. Ihr könnt allerdings auch, wenn ihr noch eine Autobatterie habt, eine ältere, die noch funktioniert, könnt ihr da auch dranhängen. Batterien können hier angeschlossen werden von 12 oder 24 Volt. Dann an den beiden USB-Buchsen könnt ihr natürlich eure Handys laden, eure Taschenlampen, die mit USB geladen werden, oder Lautsprecher, was auch immer. Der Solar-Laderegler besitzt außerdem noch einen Lastausgang mit Schraubklemmen. Hier könnt ihr dann 12 Volt Geräte direkt anschließen, zum Beispiel ein Autoradio. Ich nutze es gern für mein mobiles CB-Funkgerät. Oder ihr könnt auch einen Wechselrichter anschließen von 230 Volt und könnt dann auch so eure Kleingeräte anschließen, wie ein kleines Transistorradio oder auch, was halt 230 Volt benötigt. Allerdings, wenn ihr dann mehr braucht, müsst ihr dann gucken, dass ihr auch eine stärkere Batterie habt oder so, ne? Weil die Geräte sollten schon ein bisschen aufeinander abgestimmt sein. Am besten empfehle ich euch, es gibt da komplett Sets im Handel zu kaufen, wo Solarzelle, Lader und Batterie abgestimmt ist. Müsst ihr halt mal gucken, wie es am günstigsten für euch ist. Kommen wir nun zur Königsklasse der Powerpacks bzw. Solar-Ladegeräte. Dieses Gerät hat eine Leistung von 2000 Watt. Der Hersteller verspricht auch kurzzeitig 4000 Watt. Der Akku ist 1456 Wattstunden groß. Es ist eine wahre Energieoase. Hiermit kann man auch mal kurzzeitige Stromausfälle zu Hause überbrücken. Ihr könnt auch mal eure Heizung anschließen, beziehungsweise eure Heizungspumpe oder auch einen Kühlschrank oder Kühltruhe. Das hält dann auch mal eine Zeit lang. Ihr könnt auch dann gleichzeitig, wenn noch Stromausfall ist, laden. Dazu gibt es einen Solar-Ladeanschluss. Ihr seht hier bei Input diesen rot-schwarzen Stecker bzw. rot-schwarze Buchse. Hier kann man ein Solarpanel anschließen. Dies habe ich mir auch gleich mitbestellt. Die Eingangsspannung sollte zwischen 18 bis 30 Volt liegen, damit es geladen wird. Des Weiteren könnt ihr das Gerät mit einem normalen mitgelieferten Netzteil liefern. Also die ganzen Kabel und Netzteile ist alles dabei, braucht ihr jetzt nicht extra zu bestellen. Und könnt es ganz normal zu Hause am Stromnetz aufladen. Das Gerät wiegt ca. 20
Kilogramm. Laut Hersteller hat es 2000 Ladezyklen und ist allerdings relativ teuer. Also ich habe jetzt im Onlinehandel, ich habe es jetzt im Februar bestellt, 1614 Euro mit Solarpanel bestellt, meine ich. Und ohne Panel hätte es, glaube ich, 1300 Euro gekostet. Ich habe das Panel gleich mitbestellt, was man hat, das hat man. Es hat insgesamt vier USB-Buchsen. Eine ist davon Typ C, die anderen drei könnt ihr dann, sind Typ A, könnt ihr eure Smartphones laden oder auch was ihr mit USB halt auch ladet. Dann hat es einen 12-Volt-Ausgang, also insgesamt zwei Hohlsteckerbuchsen und noch eine Bordspannungssteckdose oder Zigarettenanzünderanschluss, wie man es auch nennt. Die Ausgänge werden übrigens immer aktiviert mit einem Taster. Das seht ihr hier vielleicht gleich, so einen kleinen Taster mit USB bzw. DC. Hier schaltet ihr den Gleichspannungsausgang frei und über den beiden Steckdosen ist ein kleiner Taster mit AC, damit wird dann Wechselstrom aktiviert. Der Ausgang ist auch sehr sinusförmig, das heißt, hier könnt ihr auch Geräte anschließen, die auch einen glatten Sinusstrom erwarten und keinen abgehackten wie bei manchen preiswerteren Wechselrichtern. Das Gerät insgesamt rechts oben seht ihr einen Schalter zum Ein- und Ausschalten mit Power und im Display seht ihr, es ist zu 100% geladen und gibt derzeit 15 Watt ab. Ich lade hier gerade mein Handy mit. Hier sehen Sie mein Balkonkraftwerk. Dieses habe ich dieses Jahr im Februar errichtet. Die Stromproduktion beginnt morgens bei Sonnenaufgang und endet abends bei Sonnenuntergang. Um die Mittagsstunden wird die höchste Leistung von 600 Watt erreicht. Davor und danach ist natürlich etwas weniger. Hierüber habe ich in vorangegangenen Filmen schon drüber ausführlich berichtet. Schaut sie euch gerne an. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen da oder abonniert meinen Kanal. Auf Wiedersehen.